Was geht ab? Noch nicht so viel, eh? Seid ihr noch nicht so heiß? Ladies, mal ein Woo! Oh, meine Nippel sind hart geworden. Danke, es ist... Männer ein, au! Boah. Gegeneinander, Ladies? Männer? Transgender? Warte. Das Ding, ja, Mann. Mein Name ist Envy, ist ein Künstlername. Mein richtiger Name ist Mariano Vivencio. Keine Reaktion hier. Eine ist geil geworden, da hinten ist es. Ist echt mein Name. Mariano Vivencio. Ich sag's nicht nochmal, sonst fasse ich mich selber an. Fange an, mich auszuziehen, ist komisch. Ich bin Italiener, ich habe italienische Wurzeln. Was komisch ist, weil ich bin groß. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich sehe viele Migranten hier, weil wir sind überall. Aber es ist hart, so zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Ne? Du weißt nie so richtig, wohin du gehörst, oder? Wenn ich in Italien bei Verwandten bin, ich bin immer der Deutsche. In Deutschland bin ich immer Mexikaner. Nee, ich weiß, wie ich aussehe. Kennt ihr auch diese 90er-Jahre-Gangsterfilme? Blut rein, Blut raus. Diese Mexikaner, die immer Leute abgestochen haben. Ich. So sehe ich aus. Aber ich sehe aus wie ein Schauspieler, der die Rolle ein bisschen überinterpretiert hat. Ich laufe jetzt den ganzen Tag so rum. Keiner hätte sich gewundert, wenn Marvin mich reingerufen hätte und ich wäre einfach so auf die Bühne. Hola, my name is Mariano Eduardo Salsa Tortilla Enchilada Macarena. Und die Hälfte von euch hat sich gedacht, ich glaube, das ist ein echter Name. Doch. Ja. Aber das ist das Bild, was ich euch gebe, oder? Ihr seht mich groß, tätowiert, trainiert, ihr habt ein Bild im Kopf. Genau, Model. Danke. Ja, wir denken in Bildern. Viele Leute haben so ein bisschen Angst vor mir, wenn sie mich sehen. Wechseln die Straßenseite. Andere kommen direkt auf mich zu, weil sie glauben, ich verkaufe ihnen Drogen. Das ist immer richtig komisch, aber dann verkaufe ich ihnen was, dann geht's. Ich hasse es. Für die Bindung mache ich das. Aber es ist wie der Marvin gesagt hat, ich bin nicht so, wie ich aussehe. Ich bin nicht so. Ich bin eher ein gemütlicher, kuscheliger Typ. So, ich gucke einfach Telenovelas. Ich guck das ist mein Lieblings. Kennt ihr Telenovelas per Applaus? Wer kennt das? Du kennst das nicht? Okay, aber wie heißt du denn? Kubas. Gubas. Migrant. Ja. Kanagge, wollen wir nicht. Ist gut. Gubas, woher kommst du denn? Georgien. Georgien? Oh, ihr habt so richtig crazy Nachnamen. Wie heißt es mit Nachnamen? Abceori. Abceorian. Nein, ihr habt so sieben Silben. Nein, guck mal, Kubi, es ist richtig krass. Telenovelas, ich guck das immer. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, ich guck das immer. Es ist mein Lieblings. Ich guck's immer, wenn kein Fußball läuft. Ja, weil wenn Fußball läuft, dann braucht meine Frau den Fernseher. Aber sehr dramatisch, ne? Die, die es kennen, wissen, können bestätigen. Sehr dramatisch, aber manchmal, sag ich dir ehrlich, ist ein bisschen zu dramatisch. Das fängt so schon an, sehr dramatisch. Meistens so, eine Frau kommt rein, mittleren Alters, wunderschön. Sie heißt Maria, wie auch sonst. Und sie sieht ihre beste Freundin, Consuela. Es muss immer eine geben. Und sie hat Nachrichten für sie, die sie kundtun muss. Sie sieht sie. Es ist der Anfang der Folge, es geht schon so los. Oh mein Gott, Consuela, du weißt nicht, was passiert ist. Was ist passiert, Maria? Gubas ist gestorben. Nein, doch, nein, doch. Doch. Ay, Dios mío. Und wie ist er gestorben? Erst, sie haben ihn erschossen. Nein, doch, nein, doch. Und dann, sie haben ihn erstochen. Nein, doch, nein, doch. Und dann, sie haben ihn ins Meer geworfen. Dort hat ihn ein Hai gefressen. Nein, doch, nein, doch. Aber die Folge ist noch nicht vorbei, weil am Ende der Folge sehen wir, wie Gubas schwimmt. Er schwimmt einfach. Alles voller Blut, dein Auge ist weg. Deine Kniescheibe ist verrutscht, dein Darm guckt raus so, aber du schwimmst.
Es gibt sogar einen Strand, aber er klettert extra eine Klippe hoch, weil es dramatischer. Und du kletterst um dein Leben. Du bist oben angekommen, siehst du Consuela in der Ferne. Sie hat schon auf dich gewartet. Sie wusste, dass er kommt. Für die Dramatik. Du siehst sie in der Ferne und du bist so, Consuela. Du holst deinen Darm wieder rein, weil es sieht scheiße aus. Der guckt. Der war immer noch draußen. Consuela, ich habe dich betrogen. Mit Laura, Maria, Valeria, Sabrina und Markus. Markus zweimal. Und am Ende von jeder Folge gibt es immer einen Cliffhanger. Kennt ihr so eine kleine Vorschau auf die nächste Folge? Und es ist meist dramatischer wie alles, was davor passiert ist. Es ist meistens so, dass Consuela nochmal in die Szene kommt. Sie sucht dich, sie findet dich. Sie weiß immer, wo du bist. Und sie sieht dich und du bist so, Gubas. Markus ist dein Bruder. Das sind Telenovelas, danke. Haben wir Afrikaner hier heute? Ich rede nicht von Nordafrikanern. Ihr seid falsche Afrikaner. Was bist du, mein Bruder? Eritrea? Ja? Sehr gut. Ihr redet aber so Arabisch, oder? Was habt ihr für eine Sprache? So ist er. Angehaucht Arabisch? Ja, ja. Okay, okay. Nee, ich rede von... alles gut, danke dir. Ich rede von den Zentral-Westafrika, die Dialekte. Ihr kennt es, die sind richtig powerful. Ich liebe das. Wo kommst du her, mein Bruder? Auch Eritrea. Kennt ihr euch? Nein, Spaß ist. Kennst du immer die erste Frage? Ich kenne auch jemanden, der ist aus Eritrea. Kennst du? Nein, ich rede von richtig. Kommt von mir, ist aus dem Kongo. Ne? Die überraschen dich manchmal aus dem Nichts mit dem Kennt ihr das? Dieses powerful, ich liebe das. Oh, wenn ich das höre, richtig geil. Ich kriege richtig Energie. Ihr nicht? Wenn ihr Boah, ich will direkt Sport machen. Ein Kumpel von mir, wie gesagt, ist aus dem Kongo. Ich sage euch ehrlich. Aus dem Kongo, wenn er mit seiner Mutter telefoniert, ich denke immer, ist die erste Szene aus König der Löwen. So, na, Diganya! Diese Power. Und da hab ich gemerkt, er ist auch ein sehr powervoller, sehr dynamischer Typ. Da habe ich gedacht, vielleicht geht Sprache und Ethnie Hand in Hand. Weißt du, es hängt miteinander zusammen. Da habe ich gedacht, bei uns Italiener ist genau dasselbe. Wenn du Italienisch hörst, ciao bella. Come stai? Si, si, tutto bene. Du hörst direkt, wir bumsen gern. Wir machen es nicht so gut, aber wir probieren sehr oft, sehr häufig. Französisch genau dasselbe. Wenn du Französisch hörst, oh mon Dieu, sacre bleu, Jean, 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 du hörst direkt, die haben gern Schwänze im Mund. Oh mon frère, camembert. Der Mund ist offen, du gehst rein, ist eine Einladung. Ich mach die Sprache nicht. Ich sag euch nur, wie es ist. Körpersprache ist auch sehr, sehr, ne, manchmal sehr, sehr prägnant. Du weißt direkt, um wen es sich handelt. Wenn ihr den hier seht, ihr wisst einmal, alle, einmal 23 Chicken, ja, danke, ja. Tandoori, ja, danke. Haben wir Inder heute hier? Hey, was geht ab, mein Bruder? Schön, dass du da bist, Alter. Hast du Rosen dabei? Spaß. Auf jeden Fall, ich küsse doch dein Herz, hör doch auf, Alter. Nein, das Krasse ist, Inder machen das ja immer. Ihr habt ja keine Regel, wann ihr das macht. So, das ist so. Ich habe einen guten indischen Freund. Hey, ich darf das sagen. Ich habe einen guten indischen Freund. Die machen das, wenn sie traurig sind. Oh my God, I'm so sad. Aber die machen es auch, wenn sie richtig glücklich sind. Oh, Mariano, I'm so happy. Immer. Und ich habe ihn gefragt, ich war verwirrt. Ich sag so, Bro, why do you shake your head like that? Und er war so, I don't know. Die machen es immer. Und es ist ein guter Freund. Habt ihr schon mal mit jemandem 45 Minuten geredet, der das hier macht? Bruder, dir wird schlecht, dir wird schwindelig, Alter. Ich glaube, das ist der Grund, warum die den Punkt hierhin gemacht haben, damit du... Fixate the point! Fixate the point! You know, get dizzy! Ja. Latinos reden auch viel mit dem Körper. Haben wir Latinos heute hier? Kein Schwein da. Alle im Zumba-Kurs wahrscheinlich, ja? Latinos reden echt viel mit dem Körper, das ist richtig krass, Mann. Latino kommt rein, du denkst, Salsa-Klasse startet.
kann der ernsteste Typ sein, der ernsteste Latino auf der Welt, kommt so rein. Hola, wie geht's? Hola, jawohl, schönen guten Tag. Dr. Hernandez hier lang. Okay, ich komme. Jawohl. Machen wir eine Operation heute? Jawohl, machen wir eine Herzoperation. Deutsche reden auch viel mit dem Körper. Mag's kaum glauben, manchmal reden sie so. Aber manchmal reden sie auch so. Ja, aber es kommt immer darauf an, wie der Stock im Arsch sitzt. Ne? Manchmal ist er ja so. Ja, bei Afrikanern habt ihr alle gelacht. Ah! Franzose. Ah! Okay, eine letzte Sache. Single Ladies, haben wir Single Ladies hier? Ich frag für einen Freund. Spaß. Auf jeden Fall. Seid ihr der Meinung, Männer haben es verlernt, Frauen anzusprechen? Ja. Haben wir alle gespürt gerade, oder? Ich hab's live gesehen. Ich war neulich feiern. Ich bin bei euch, 100% eurer Meinung. Ich war neulich feiern, ich hatte einen Kumpel dabei, hatte einen Arbeitskollegen dabei, ich kannte ihn nicht. Cooler Typ. Konnte keine Frau ansprechen. 3 Stunden guckt der eine an auf der Tanzfläche so. Ich sag zu ihm, Bruder, geh doch hin. Nein, Bruder, ich warte auf richtige Moment. Dann hat er gewartet, bis sie auf Toilette ist. Ich dachte mir, ist das der richtige Moment? Du willst nicht der Typ sein, der hinterher stalkt, auf Toilette. Vor allen Dingen, was sagst du, wenn sie rauskommt? Alles frisch. Weißt du, ich meine, ist komisch. Ist komisch. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch nicht der Moment, wo eine Frau angesprochen werden möchte, oder? Keine Frau war jemals in der Toilette, hat sich so die Hände getrocknet und dachte sich so, hoffentlich steht er gleich da. Hoffentlich ist er jetzt da, hoffentlich. Aber dieser Typ hatte das genauso vor. Also ich und mein Kumpel ihm hinterher, weil wir wollten gucken, was passiert. Ich schwöre auf meine Mutter, wir warten 15 Minuten, die kommt nicht raus. Dann kommt sie endlich raus, er tippt die original auf die Schulter und sagt, du warst kacken, gell? Ihr lacht, sie hat ihn direkt geküsst. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Die Welt so, ich dachte jetzt 4D, Inception, irgendwas passiert, die Wände gehen hoch. Meine Realität wollte sich auflösen. Dann löst sie sich von ihm und sagt so, nein, ich war kotzen. Ja. Und genau so habe ich Marvin Endres, den Moderator, kennengelernt. Schön, dass ich hier sein darf. Okay, Leute, das war's von mir. Mein Name ist Envy Comedy. Folgt mir auf OnlyFans, ich mache Fußbilder. Was geht ab, liebe Freunde? Mein Name ist Envy Comedy. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos sehen möchtet, dann klickt auf eines der beiden oder abonniert den Kanal. Macht am besten beides. Hört mal auf. Seid nicht geizig. Macht beides. Abonniert hier. Schaut ihr Video. Support. Hör mal auf. Sei mal nicht so.